Bevor wir jetzt losblubbern, haben wir noch ein kleines Anliegen, was wir an euch rantragen möchten. Wir suchen nämlich Nachwuchs für unseren Mama-Podcast. Ganz genau. Wir suchen Mamas. Und zwar Mamas wie du und ich, die gerne über ihre Kinder reden wollen. Und zwar über alles. Über ihr Leben als Mama, über die Glücksgefühle, aber auch eben über die vielen Herausforderungen. Ja, und vielleicht habt ihr ja sogar Tipps für andere Mamas oder einfach nur ein ausgeprägtes Mitteilungsbedürfnis. Das kann man in so einem Podcast verdammt gut ausleben. Wir wissen, wovon man da spricht. Setzt euch doch einfach mal mit einer anderen Mama vors Handy, macht mal eine Sprachmemo und stellt euch vielleicht einfach kurz vor. Noch ein kleines Selfie mit dazu und dann einfach alles ab per Mail an podcast@antenne.com. Wenn ihr das bis zum 15. Januar nächsten Jahres machen könntet, wären wir sehr dankbar. Jetzt aber erstmal los. Der Mama Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Moin, hier sind Sabrina und Wenke. Und unser Thema heute ist Väter. Wir haben uns im Vorfeld einen kleinen Text aufgeschrieben, den wir zusammen runterbeten wollten, weil wir lieben unsere Männer heiß und innig. Absolut. Wir möchten keine anderen. Niemals. Wir lieben ihre Stärken. Und manchmal sind ihre Schwächen nicht ganz so wegzulächeln. Sie sind ertragbar, aber trotzdem müssen wir drüber reden. Also angefangen von, wer steht nachts auf, wenn man Babys hat, oder? Also an diesem Spruch, schlafen wie ein Baby ist nichts dran, das wissen wir alle, seit wir Kinder haben, die sind ja ständig wach. Aber schlafen wie ein Vater, das ist schon etwas näher an der Wahrheit, ist bei euch auch so, oder? Als ich Elternzeit hatte, haben wir das so gemacht, ich habe Nachtdienst und Mario Tagdienst gehabt, weil okay. Ich immer von Anfang an der Meinung war, irgendwie, das muss man irgendwie versuchen, von vornherein schon so klar zu ziehen, wer kümmert sich, weil wenn beide unausgeschlafen sind die ganze Zeit, ist das Frustpotenzial extrem hoch durch nicht die falsch gedacht. Müdigkeit. Und da mein Mann das mit seinem Job ganz gut regeln konnte, bin ich halt nachts immer aufgestanden und Mario hat tagsüber sich gekümmert. Ja, das haben wir nicht so gehabt. Wir haben uns die Elternzeit ja aufgeteilt, also beim ersten Kind quasi halbe-halbe gemacht mit der Elternzeit. Und da ich dann auch irgendwann gesagt, so, ich bin jetzt wieder arbeiten, du bist nachts dran. Die Problematik ist gar nicht, dass er nicht wollte. Die Problematik ist, dass ich permanent vor ihm wach war. Das heißt, du hörst das erste Weinen und denkst so, gleich steht er auf. Du hörst das zweite Weinen und denkst so, jetzt aber. Beim dritten Mal tickst du schon vorsichtig neben dir, Schatz, Schatz, was denn? Das Baby weint. Oh, so, währenddessen bist du aber auch schon hellwach, dann hörst du, okay, wie regelt er das jetzt? Beruhigt sich das Kind? Muss ich da dazugehen? Was total bescheuert ist, weil natürlich kann Papa das genauso gut wie ich. Ja, und bis ich dann wieder eingeschlafen bin, liegt er auch schon zweimal wieder im Bett und schnarcht neben mir. Deswegen schlafe ich immer mit Stöpseln. Hast du da keine Angst, dass du gar nichts hörst? Ich sag zu Mario an solchen Stellen dann immer, ich habe morgen einen wichtigen Termin, wäre schön, wenn du heute Nacht aufstehst, wenn er wach wird. Und tatsächlich, dann höre ich auch nichts. Also ich kriege es dann mit, wenn er ihn zu uns ins Bett legt, um ihn zu windeln oder was auch immer. Aber ansonsten kriege ich das nicht mit. Wir haben ja irgendwann die Phase gehabt, dass die Kinder ein bisschen größer waren. Und dann nimmst du ja diese sogenannten Schlupfstangen raus aus dem Kinderbett, damit die zu dir ins Bett kommen können. Unser großer Sohn war ein Rufer. Der hat also das ganze Bett abbauen können. Der hat in seinem Kinderzimmer gesessen und gesagt, Mama, Mama. Irgendwann habe ich ihm beigebracht, nachts Papa zu rufen, ja, damit ich sagen kann, Schatz, er ruft nach dir. Und immer Papa, Papa. Das hat er auch mit 3 noch gemacht. Da war sein Bruder dann 1 Jahr alt. Der war ein ganz anderer Schlag. Der hat direkt versucht, schon bevor wir die Stangen rausgenommen haben, über das Bett rüber zu klettern im Schlafsack. Der war also der Meinung, was soll ich da jemanden rufen? Das mache ich selber. Und es ist auch heute noch so, dass der Kleine eigentlich immer alleine loslatscht und irgendwie da ist und den Großen dann mitbringt. Also die wecken sich auch gegenseitig mit Jonas, Jonas, komm, wir gehen rüber. Und dann liegen sie morgens immer bei uns im Bett. Weißt du was? Jetzt erzählst du über deinen Sohn und ich über meinen, aber wir ziehen nicht mehr über unsere Männer her. Ja, aber der hat dann morgens immer nicht mitgekriegt und sagt dann, wann sind die Kinder eigentlich rübergekommen? Das eine um 11, das andere um 1. Woher weißt du das? Weil ich beide Male wach war. Ach echt, ich habe gar nichts mitgekriegt. Also es ist so ein typischer Satz bei uns, ich habe gar nichts mitgekriegt. Und der meint das ernst. Mario sagt auch manchmal, wieso sage ich eigentlich immer Mario und du sagst mal mein Mann? Es ist nicht derselbe, das sollten wir an dieser Stelle festhalten. Also mein Christoph sagt dann, ich habe es wirklich nicht gehört. Mario hat mal zu mir am Anfang gesagt, das ist das, was Männer am schnellsten lernen müssen, sich schlafen zu stellen. Es gab bei RTL mal so einen Bericht, irgendwie typisch Mann, typisch Frau. Den habe ich damals zusammen mit Christoph geguckt. Und da gab es einen Test, da haben sie 10 Männer und 10 Frauen jeweils in einen Schlafsaal gepackt. Und haben sie verschiedene Geräusche nachts eingespielt, als die alle im Tiefschlaf waren.
bei Babygeschrei sind 9 von 10 Frauen hochgeschnellt, und zwar egal, ob die Babys hatten oder nicht. Bei den Männern 2. Hä, was sind das für ein Geräusch? Denselben Test haben sie eine Stunde später mit Autoalarmanlagen gemacht. Genau das gegenteilige Ergebnis. 9 von 10 Männern, mein Auto. Und die Frauen alle so, was ist das für ein Geräusch? Also sie haben damals erklärt, es ist wirklich so eine Art Sicherheitsmechanismus im Kopf. Der Mann kümmert sich darum, Sicherheit, Tür vom Schlafzimmer geht auf, ich muss meine Familie beschützen. Mutter denkt sich so, oh, ein Baby weint, wo ist es? Ich schaue. Also wir können das schon alles irgendwie mit der Evolution, aber an Entschuldigen Tagen... tut's das nicht. Nein, an Tagen, wo man müde ist, da geht gar nichts. So. Und ich bin dann auch so streitlustig. Und dann bin ich auch so ungerecht, weil ich ja schon die ganze Nacht nicht geschlafen habe. Das heißt, erst fehlt mir der Schlaf, dann habe ich gesehen, mein Mann hat mehr geschlafen und dann sagt er noch etwas Dummes wie, guten Morgen. Ja, für dich vielleicht. Ich war ja die halbe Nacht wach. Oder so wie bei mir heute Morgen. Wir sind gestern wiedergekommen und der Kühlschrank war leer und es war klar, wir müssen noch was einkaufen, bevor es in die Krippe geht, weil weder Brot noch Aufstrich noch Pudding, kein Obst, kein Gemüse, nichts. Okay. So, und der Supermarkt macht 7 auf. Und gestern habe ich wirklich lang gearbeitet. Es war 10, 10:30 und ich sagte zu meinem Mario, morgen früh 7 macht dann die Rewe auf. Kommt nichts. Oh nein. Ich sagte, na, dann gehe ich morgen früh mal einkaufen. Dann bin ich also, nachdem ich heute Nacht 2-mal aufgestanden bin, um den Kleinen zu trösten, auch heute Morgen 5:30 aufgestanden, um mich fertig zu machen, damit ich pünktlich 7 vorm Supermarkt stehe, damit ich pünktlich 8:15 meinen Zug schaffe. Und trägst du ihm das nach? Also ist heute Abend die Stimmung eher so ein bisschen frostig oder sagst du dir dann im Laufe des Tages so, ach komm? Nee, das mache ich nie. Ich bin eher so dann... dass ich das sage, also dass ich irgendwie die Erwartungshaltung hatte, dass er es mir abnimmt, dass ich gestern Abend nicht gewusst hätte, wie ich ihm das sagen soll, weil er natürlich auch rumgemuffelt hat, warum ich so lange arbeiten muss. Wenn ich ihm dann noch aufs Auge gedrückt hätte, dass er heute einkaufen soll, wäre vielleicht nicht ganz so glücklich gewesen. Also sage ich ihm, dass mir leid tut, wie es gestern Abend war, aber dass ich trotzdem mich freuen würde, wenn wir zukünftig so eine Planung wie mit dem Einkaufen am nächsten Morgen irgendwie gemeinsam machen und ich nicht das Gefühl habe, dass ich aus Strafe, weil ich gestern Abend schon so lange arbeiten musste, heute früh auch noch den Einkauf machen muss. Da fehlt es mir dann oft an der Gelassenheit. Also ich bin halt so impulsiv. Ne? Ich schieße dann sofort hoch. Ich hätte ihn wahrscheinlich heute Morgen geweckt und gesagt, so mein Hase, nachdem ich gestern lange gearbeitet habe und heute Nacht 2-mal bei unserem Kind war, wäre es total cool, wenn du jetzt den Einkauf übernehmen würdest. Und ich weiß, mein Mann würde aufstehen und sagen, klar, mache ich. Aber oft fragen wir halt nicht. Wir sind dann schon so grantelig, so Dann zickst du rum und dann fängt der Tag schon scheiße an, weil er wird ja für dich dadurch nicht besser. Nein. Weil dann zickt er zurück, weil er überhaupt nicht weiß, was los ist und gerade auch erst aufgewacht ist. Das ist alles nicht so einfach. Aber am Ende des Tages habe ich warme Brötchen mitgebracht. Sauf was. So, und er hat die schön für uns geschmiert und hat mich dann auch zur Arbeit gefahren. So. Ich finde auch, es gibt halt genug Situationen, wo es dann eben auch anders läuft. Also wo ich dann irgendwie sage, Mensch, ich habe hier Mädelsabend, wie sieht's denn aus? Und wo das eben völlig selbstverständlich ist, dass ich die Nacht garantiert nichts mitkriege, weil ich die bin, die am lautesten schnarcht und einen sehr eleganten Tiefschlaf nach 2 Mojito habe. Und da ist es dann selbstverständlich, dass mein Mann sich um alles kümmert. Und auch so, er sagt ja dann morgens zu mir, warum hast du mich denn nicht geweckt? Ich dann denke, wir müssen ja nicht beide wach sein. Aber wäre vielleicht manchmal schlauer, um dann morgens nicht so rumzuzicken. Wobei es gab vor kurzem auch eine Situation, da habe ich mich wirklich geärgert. Das wird dann auch beide mal laut geworden. Das kommt nicht sehr häufig bei uns vor. Und zwar ging es darum, ich will mir jetzt angewöhnen, einmal pro Woche Sport zu machen. Ich gucke ja lieber Sport, als dass ich ihn mache, zugegebenermaßen. Und ich brauche weder mit Joggen noch mit Fitnessstudio anfangen, das ist beides nicht meins. Da weiß ich, bin ich nicht diszipliniert genug, halte ich nicht durch. Aber ich habe eine Tanzakademie für mich entdeckt und fand das ganz spannend, dort tanzen zu gehen. Und habe in einer Woche, wo Mario mit unserem Kleinen im Urlaub war, auch das erste Probetraining gemacht und fand das ganz geil. So, jetzt ist das in Hannover. Es gibt aber auch in Burgdorf, wo wir wohnen, so eine Tanzakademie. Und mein Mann meint, es wäre doch effektiver, ich würde in Burgdorf gehen und nicht in Hannover. Wo ich ihm dann auch klar machen muss, Hase, hier geht's mal um meine Freizeit. Und wir reden da nicht von 7 Tagen die Woche, sondern von einem Abend in der Woche, wo ich mich entscheide, Sport zu machen. Und zwar da, wo ich möchte, mit wem ich möchte und wann ich möchte. Immer in Absprache mit dir, ist gar keine Frage, aber... ich entscheide das und nicht du und die Effizienz, die du mir hier gerade... Ja, aber dann bringst du dein Kind abends nicht ins Bett. Und? An einem Tag in der Woche. So, und da sich die meisten Paare sowieso abwechseln, wenn es gut läuft. Also ich kenne ganz viele, bei uns bestehen die Kinder auf Mama im Moment, aber ich kenne ganz viele Paare, die das wochenweise aufteilen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich finde halt, das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn es dann wirklich darum geht, wer macht was und wie.
es ist dann schwierig, wenn sich der andere so einmischt. Ich sage mir halt so, okay, ich bin heute Nacht zweimal aufgestanden, wäre toll, wenn du jetzt Brötchen holen gehst und dann versuchen wir gemeinsam in den Tag zu starten. Und wenn ich wirklich mal richtig kaputt bin, dann schnorre ich mir einen Mittagsschlaf. Dann sage ich, du, ich bin ja heute Morgen schon um 6 mit den beiden aufgestanden, du kannst ja bis 8 liegen bleiben, wie sieht's denn aus? Ich würde mich heute Mittag nochmal 2 Stunden hinschmeißen. Und dann machen wir das so. Und am Ende sind wir dann beide glücklich, sind nachmittags entspannt, haben irgendwie einen schönen Nachmittag und alles ist gut. Also, wir halten fest. Wie immer gibt's keine Lösung. Generell sind unsere Männer sowieso die allerbesten. So ja. Ist es ja sicherlich auch bei euch zu Hause. Deswegen sind sie auch unsere. Genau. Aber so eine richtige Lösung gibt's nicht. Wir versuchen da, wie immer, weiter dran zu arbeiten. So. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Wir suchen Nachwuchs für den Mama-Podcast. Ihr und eure BFF, wie man ja heute sagt, also eure Beste, schickt uns einfach mal ein Sprachmemo, warum ihr genau die Richtigen für den Mama-Talk seid. Und wenn ihr gerade dabei seid, macht doch noch ein Selfie. Das alles bitte per Mail an podcast@antenne.com. Wir freuen uns total auf euch.